So, okay, ich habe gerade geguckt, dass mit dem Audio klappt wie am Schnürchen. Wunderbar, sehr schön. Wäre auch schlimm, wenn nicht. So, willkommen im Boss-Level. Oh Mann, ey. Ah, dieses ganze Fiedervieh. Ich höre Magier. Die Frage ist, kommt die Magie jetzt darüber? Weil ich höre sie aus der Richtung. Oder von wo kommen die jetzt? Was ist hier? Okay. Oh. Nee, dann nehme ich mal lieber die Waffe hier. Wow. Okay, ich würde sagen, immer schon ein Feld nach dem anderen hier abarbeiten. Sonst kriegen wir es hier sehr schnell mit sehr vielen Gegnern zu tun. Und wieder massig von der Rückmunition. Die gebe ich mir aber diesmal tatsächlich auf. Weil, wie gesagt, ich weiß noch nicht, was uns erwartet in Bezug auf Endgegner. Im schlimmsten Fall kommen wir gleich 50 von diesen komischen Köpfen. Da brauchen wir ordentlich Munition für. Diese scheiß transparenten Viecher. Sind sie tot? Scheint so. Okay, der ist auf jeden Fall auch weg. Läuft er bisher relativ gut. Okay, wir haben ein Drittel aller Gegner. Okay, da kommen wieder ein paar gefiederte Fiederviecher. Stirb halt einfach. Drauf ist bloß nochmal Crossbow. Ah, können wir die mal mitnehmen? Passt, perfekt. So. Ach du Scheiße. Ich glaube, da haben wir den Endboss. Ja, wobei einer ist ja nicht wirklich ein Endboss. Gegen einen haben wir, also gegen den Einzelnen haben wir ja schon eine ganze Weile gekämpft mittlerweile. War in der gesamten Episode vertreten. So, ich will aber hier gerne noch mal ein bisschen Munition einsammeln. Okay, was nehmen wir da am dümmsten? Wir nehmen am dümmsten. Ich verpulver einfach mal die hier. Bitte kein Wirbelsturm. Oh, drei hätten gereicht. Soll ich neu laden? Nee, komm. Die eine Verschwendung können wir verkraften. Hoffe ich. Gut, das ist auch schon wieder gleich mal 10er Pack. Gott, schon wieder so viele Vögelein. Also da drinnen geht auf jeden Fall irgendwas mit Magiern ab. Die drüben hier die ganze Zeit hier auf dem Ohr. Alter, so viele. Flucht! Thank you.
Okay, komm. Schwanz, Alter. Jürgen, bleib mal still hier. Alter. Okay. Hätten wir. Mal speichern. Oh, da ist eine Treppe. So. Die Treppe lassen wir erstmal. Ich weiß mal gucken, ob da noch mehr Gegner sind. Okay, hier ist wieder der Anfang. Gut. Dann können wir jetzt ganz beruhigt zur Treppe gehen. Naja, beruhigt er weniger. Sieht mir gerade aus wie ein Level von Doom 2, da wo es das erste Mal dieser Cyberdemon da kommt. Apropos Cyberdemon, okay, ich hatte wir haben zwei Endbosse und zwei neue. Na gut, dann hätten wir das Problem, das Rätsel auch schon gelöst. So, mal gucken, ob wir die Einzelanlock bekommen. Vor allem die Frage ist, welche Waffe nehmen wir? Ich nutze erstmal direkt den BFG. Okay, Nummer 1 angelockt. Oh Gott. Boah, Alter. Der rennt natürlich im Zickzack, was auch sonst. Mann, ey, ich könnte ja schon wieder kotzen. Na komm her. So, hier doch. Tapp mal an, Mädel hier. Oh. Der kann mehrere Angriffe. Jetzt. Ach komm, Alter, ist mir hier, ist ja hier. Wow. Okay, ich muss erstmal sein Bewegemuster erstmal erkennen. Jetzt rennt er auf mich drauf. Aber willst du mich verarschen jetzt hier? Ich glaube, du hast gesoffen hier. Was ist denn los mit dir?
Okay, also der kann einmal mit dem Hammer zuhauen. Autsch. Dann kann er. Aua, sein Schwung mit seinem komischen Fünffach-Dings da rumst da. Und er kann Raserei einsetzen und zu mir rennen. Mal gucken, ob er noch mehr kann. Danke. Ja, das meinte ich mit der BFG ist kacke. Das macht die Sache doch gleich viel angenehmer. Na dann komm mal her. Hallo? Wo rennt der eigentlich lang die ganze Zeit? So, wir dürfen nur nicht den anderen noch vergessen. Alter. Ja, klar. Der rennt immer so scheiße, so scheiße schräg. Das ist natürlich mit der BFG echt ein Traum. Da irgendwas zu machen. Ich fick mein Leben. Kann man den irgendwie darauf fixieren, dass er gerade läuft irgendwie? Ich weiß nicht. Irgendwie ist das hier gerade ein bisschen. Ich glaube, das machen die absichtlich so. Extra mich zu nerven. Rennt der jetzt schon wieder lang? Ich korrigiere, der macht das nicht absichtlich, der ist einfach nur dumm. Aber naja. Wie viel schluckt der eigentlich? Also super, schon ist die erste Waffe leer. Wow, hat er mal gar nichts gebracht. Na gut, holen wir mal die hier. Ja, das war gerade ein bisschen Power. Die scheint wohl doch sehr effektiv zu sein, oder wir haben ihn schon mit der anderen fast ein bisschen fast zu Tode genagt. Okay, das ist der andere. Wow, dann nutzen wir einfach mal jetzt die hier. Oh, tut doch weh. Was mir gerade noch einfällt, bevor ich es vergesse, wie sieht es aus mit unserem Buch? Da haben wir nur ein einziges. Ich guck mal ganz kurz ins Feld rein, was da so für Boni liegt. Wenn da nämlich noch ein Buch ist. Also fliegen können wir schon mal. Sehr schön. So, BFG-Munition ist natürlich massig. Der Teleporter sind ja auch welche. Okay. BFG-Munition natürlich auch. Aha, sehr schön, ein Buch. So. Da ist noch 100 da. Okay, von Roten gibt es ja echt ganz schön viel Munition. Gut, dann erledigen wir den zweiten mal richtig ordnungsgemäß hier, so wie es sein soll. Autsch. Das heißt, einmal Unsterblichkeit nehmen und dann direkt mit der mit jeder Waffe, die ich gerade in der Hand habe, mit der ich gerade geschossen habe, warum auch immer, einfach mal direkt in die Fresse. Wo ist denn jetzt eigentlich? Kann man aufhören, hier rumzurennen? Ey, wir sind hier mitten im Kampf. Wo sind wir schon wieder hin? Hallo? Ach, da ist er. Bitte einmal mitkommen, danke. So, dann ist es immer ein bisschen. Okay. Reicht das mal. So, das heißt, wir haben zwei Bücher, wir haben zweimal Unsterblichkeit, wir haben zwei Urnen, die brauche ich jetzt gerade erstmal nicht. Das heißt, wir nehmen, da hinten ist er, einmal Sterblichkeit, einmal Buch
Und jetzt auf die Fresse. Ah, guck mal her, mein Lieber. Ich weiß, du machst es aber auch. Na, das ging ja schnell. Okay, easy. Haben wir doch geschafft. Habe ich jemals was anderes gesagt? So, Waffe ist doch gleich wieder voll. Sehr schön. Ich gehe mal fast davon aus, dass war's mittlerweile auch schon. Wenigstens ist es nicht so wie bei Doom, dass sich dann das Level automatisch beendet. Von daher kann man hier noch schön Munition einsammeln. Okay, BFG-Munition liegt hier keine mehr rum. Hätte es auch gar nicht gebraucht. Die war ja doch relativ ineffektiv. Na gut. Okay, in dem Sinne würde ich mal sagen, oh, hier haben wir noch ein ganz schön Defizit. Ist hier irgendwie nur noch Bau-Pack? Na, schau mal, da gibt es noch kleine Räume. Oh, mitfallen. Wow. Alter Schwede. Warum auch immer da Leichen drin liegen? Okay, der Teleporter bringt uns gleich wieder raus. Sehr schön. Gibt es hier noch mehr Räume? Ja, da hinten gibt es noch einen Raum. Die Schau. Auch wieder eine Urne, auch wieder sowas. Und hier keine Raum. Schade. Ja gut, würde ich mal sagen, brauchen wir jetzt hier noch ein bisschen Munition. Das war's, aus Ende. Und dann springen wir mal in die dritte Episode. Das Boss-Level hier war doch wesentlich einfacher, als ich dachte. Hätte ich gar nicht so viel babymäßig rangehen brauchen. Okay, Change Map. E3M1. So, Quick Save over you, ja. Bitteschön, dann war's das mit dem Boss-Level. Ich meine, gut, das Einzige, was bei denen bosshaft war, war ihr bosshaft beknacktes Laufmanöver. Und vor allem, dass sie unglaublich viel Munition wegstecken. Ich hoffe mal nicht, wir bekommen die jetzt als Standardgegner in den nächsten Episoden einfach mal so mit reingeknallt. Das wäre ganz schön scheiße. Ansonsten kriegen wir nämlich ganz schön Munitionsprobleme. Egal, werden wir mal sehen. Gut, in dem Sinne, schauen wir mal.